bin ich da, wo ich angefangen habe, meinen Weg zu gehen. An der Kathedrale in Porto. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie in meinem Leben so frei gefühlt. So innerlich gelöst. Ruhig. Und doch voller Energie. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Jakobsweg das in mir auslösen kann. Und er hat wirklich etwas in mir verändert. Das ist das Beste, was ich in meinem Leben je getan habe und auch durchgezogen habe. Gut, das lief jetzt nicht ganz so wie bei einem Supersportler richtig gut trainiert, aber es lief. Und ja, ich fühle mich wirklich frei. Als ob 3 Zentner Last von meinen Schultern gefallen ist. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe eigentlich das bekommen, was ich mir gewünscht habe. 2 Dinge, weshalb ich losgegangen bin. Das eine war wieder zu fühlen. Und das andere, Frieden in meinem Herzen zu haben. Der wird sicherlich nicht ewig sein, aber jetzt in diesem Augenblick ist er da. Der Frieden. Und ich bin echt dankbar. Meine Angst vor Menschen ist eigentlich weg. Ich gehe jetzt einfach auf Menschen zu, als wäre es das Normalste der Welt. Und noch vor 2 Wochen war das komplett anders. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Meine wichtigsten Themen, zumindest die, die Gott für wichtig gehalten hat, haben sich in diesem Camino geklärt. Ich habe gedacht, das wäre, dass ich die Geschichte aufarbeite, da mit meinem Ex, mit Theo, mit meiner Vergangenheit. Nein, das war es gar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das aufarbeiten kann, wahrscheinlich nicht. Aber den Frieden habe ich durch was ganz anderes gemacht. Dadurch, dass ich festgestellt habe, dass es andere Menschen gibt. Ganz andere. Und das war der Schlüssel. Gott wusste das. Ich wusste es nicht, er wusste es. Und er hat mein Herz aufgeschlossen. Ich kann wieder fühlen und ich fühle mich lebendig und frei. Und das ist mein letzter Tag in Porto. Morgen geht es zurück in den Flieger nach Köln. Düsseldorf war zwar näher, aber Köln war billiger. Aber wahrscheinlich muss ich sowieso jetzt die nächsten 3 Jahre meinen Camino abbezahlen. Egal. Wird sich schon irgendwas ergeben. Wenn ich eins noch gelernt habe, dann ist es noch was. Gott vertrauen. Wenn ich auf meiner Reise irgendwas gebraucht habe, ich habe es gekriegt. Es ist jetzt kein Witz, es war wirklich einfach da. Ja? In Form von Menschen, in Form von Dingen. Es war voller Wunder. Für mich sind das Wunder. Und Wunder sind es dann, wenn man nicht einfach dran vorbeigeht, wenn man sie zu schätzen weiß, wenn man sie sieht. Es können viele Wunder um dich geschehen, aber wenn du sie nicht sehen willst und denkst, die sind selbstverständlich und müssen so sein, dann klar, dann gibt es keine Wunder für dich. Für mich sind es Wunder. Ich weiß, wie es ist, wenn man ganz unten ist. Und ich meine ganz, 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 ganz unten. Wer mich persönlich kennt, der weiß das auch. Und von daher sehe ich nichts als selbstverständlich an. Umso mehr freue ich mich über diesen Frieden, den ich jetzt habe. Ja, genau, habe ich gemacht. Camino Santiago, finish. Fini. Yeah. Alegro. Du guapa. Hey, guapa también. Yo, español de Sevilla, ¿me puede ayudar una monedita? Si puede ser. Para comprar un pan. ¿Me puede ayudar?
Ich verabschiede mich dann jetzt.